Und da bin ich wieder, euer Ben Hoshi. Ja, heute am letzten Tag des Jahres, am 31.12. Und wie ich ja schon beim letzten Teil angekündigt hatte, geht's heute mit den Bentleys weiter. Ja, ist irgendwie am 12. oder am 16.12. kam das DLC raus. Zwei Modelle gibt es. Einmal dieses moderne, schöne Teil. Das ist der Bentley Continental GT Speed. Ja, ich habe ihn, also der Wagen wert. ich habe ein bisschen mehr bezahlt. Ich habe mir wieder mal gekauft. Naja. Ich habe 60.000, glaube ja, 60.000 waren das. Durfte ich für ausgeben. Und, na, aber kriegen wir alles wieder rein. Ja, vom Teilezustand seht ihr ja, geht eigentlich, aber den wollen wir natürlich auf volle 100% bringen. Oh, ja, Farbe müssen wir dann auch mal gucken, was wir da machen. Bei dem fehlen auch ein paar Teile. Der scheint irgendwie einen kleinen Crash an der Seite gehabt zu haben. Weil die Seite sieht verhältnismäßig gut aus. Gut, der hätte mal ein bisschen mehr gewaschen werden können. Die Felgen hätte mal geputzt werden können bei so einem Auto. Aber naja. Wie gesagt, hier hat er einen Crash. Aber die Innenausstattung sieht noch gut aus. Ja, und wie ihr seht, schick, schick, schick. Schick, schick. Schick, schick. So viel dazu. So, ja, dann haben wir noch ein anderes Modell. Natürlich wieder ein Oldtimer. Ihr seht, wie er aussieht. Er sieht aus wie ein Haufen Schrott. Nicht das andere Wort, was ich eigentlich sagen wollte, aber nee. Der ist total vergammelt. Der ist, also, ja, Teile fehlen ohne Ende. Wundert mich, dass die Scheiben noch drin sind, aber. Und dass die sogar geputzt sind. Das ist das Kuriose. Hier der Kofferraum. Aber wie gesagt, also alles total hinüber die Karre. Und es ist ein Rechtslenker. Da gucken wir auch gleich mal. So, und bei diesem schönen Bentley handelt es sich um den Bentley T-Series. Interessant. Ja, Teilezustand ist, ja, sehr verhalten, sage ich mal. Ja, hat einen Wagenwert von 14.235. Ich habe ihn jetzt für 13.000 und ein paar Zerquetschte gekauft. Haben auch mal auf den Prüfstand gehauen. Sogar mit Vergasertuning habe ich schon mal gemacht. Ursprünglich hat er bei 6000 Umdrehungen hat er 2000, 200, 2000, ja. Bei 6000 Umdrehungen hat er 220 PS gehabt. Jetzt hat er 224 PS. Wie gesagt, bei Chiptuning bzw. Vergasertuning hat 2% mehr gebracht. Da bin ich sehr erstaunt, dass der überhaupt noch so weit fahrbereit war. Aber naja, nee, und um den werden wir uns heute als erstes kümmern. Den ziehen wir hier auch mal voll durch. Nur halt den Teilekauf, den werde ich mal rauslassen. Den werde ich mal rausschneiden, weil das wird ein bisschen zu heftig. Aber ansonsten ziehen wir das Ding heute mal voll durch. So, wir setzen uns erstmal rein. Ja, was habe ich vorhin gesagt? Rechtslenker? Das ist ein Linkslenker. Rechtslenker, ja. Blubblub. Ja, ich hätte mal länger schlafen sollen. Ja, wie gesagt, schön in Rot gehalten. Seht ihr ja, schönes Holz im vorderen Teil, sprich am Armaturenbrett. Alles ein bisschen seitenverkehrt, aber macht nichts. Wie kommt man hier wieder raus? Da, ja. So, aber wie gesagt, um den werden wir uns heute als erstes kümmern. Und damit fangen wir gleich mal an. So, erstmal machen wir den Kofferraum zu. Der nervt nämlich. So, dann wollen wir erst einmal den ganzen Rost entfernen. Obwohl das eigentlich im Moment noch Blödsinn ist. Wir zerlegen ihn erstmal. So, und im Inventar habe ich noch ein paar Sachen drin. Ich weiß nicht, was ich davon gebrauchen kann. Die Kolben wahrscheinlich schon. Den Keilrippenriemen weiß ich nicht, denke ich mal eher nicht und das Getriebe auch nicht. Aber wir behalten es trotzdem. Ja, so, dann kümmern wir uns erstmal um die Karosserie. Nehmen wir mal alles ab. Zack, zack.
viel abzunehmen ist da ja nicht mehr. Oh, Kotflügel gehen nicht. Nee. Ja, das war die Karosserie. Gut, dann schrauben wir mal die Räder ab. Mann, das war wieder so. Dann müssen wir auch mal gucken, was wir da vielleicht noch irgendwie Schönes hinkriegen. Ach du heilige Scheibenkleister. Ja, Knallzeug habe ich mir nichts geholt. Ich wollte eigentlich mir ein paar Platzpatronen holen und ein bisschen was mit der Pistole rumschießen draußen, aber hat sich irgendwie ja nicht so ergeben. Mein Frauchen tummelt sich bei ihren Eltern rum, weil die da große Familienfeier haben. Und ich habe gesagt, also nee, ach, nee, absolut keinen Bock drauf. Und dementsprechend bin ich allein zu Hause. Bin allein zu Hause. Und ja, werde mich hier amüsieren. So, machen wir erstmal motormäßig. Nee, ich werde mich halt dann gemütlich hier vor den Computer setzen. Wie gesagt, werde dann auch mal wirklich das machen, was ich eigentlich vorhatte. Weil ich wollte ursprünglich, bevor mein Frauchen auf die geistreiche Idee gekommen ist, zu ihren Eltern zu fahren. Wer will das schon? Hatte ich eigentlich vor, wie gesagt, mich bei ein paar anderen Bekannten wollte ich mir den Livestream angucken bzw. mitmachen, aber das Mitmachen hat sich erledigt, weil ich... Oh, verdammt, sind da viele Schrauben. Weil ich halt erst abgesagt habe, wurde natürlich Ersatz geschaffen. Und dementsprechend darf ich zugucken. Ja, das ist nun mal so. Das ist, naja. Aber macht ne, ups, macht nichts. Wie gesagt, gucke ich denen ein bisschen zu, was die so treiben. Ist auch nicht weiter wild. Nee, aber mein Gott, was soll's. Mein Silvester ist nächstes Jahr wieder. Kann man immer noch mal was machen. So, jetzt muss ich erstmal. Zack, was haben wir hier noch? Batterie und der ganze Krimskrams. Was haben wir hier noch? Das Ding raus. Und das war's schon, ne? Nein, nicht ganz. Machen wir hier. Ja, dann habe ich mich auch noch ein bisschen die Tage jetzt mal um meinen neuen Rechner gekümmert. Hab mir jetzt noch mal ein Mainboard endlich ja geholt, beziehungsweise geholt, also gekauft habe ich es mir schon länger, wurde nur ja jetzt erst geliefert. Da war ich ein bisschen stinkig drüber. Es sollte ja ursprünglich schon vor Weihnachten kommen. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part mal erzählt hatte. Oder, aber irgendwie, ja, wie es mit meinem Tower war, auf den ich ja auch 2 Wochen gewartet habe, nur weil da angeblich die Lieferung verloren gegangen ist. Nein, der nette Versandhändler, ja, hat irgendwas verwechselt. Und das ist ein sehr namhafter Händler und naja. War auf jeden Fall nicht sehr lustig. So, Zündkerzen ziehen wir auch nochmal mit raus. Zack. Jetzt habe ich schon mal in meinem schönen Gehäuse habe ich schon mal alles soweit, was da ist, erstmal vormontiert. Wie gesagt, wie die Wasserkühlung, also den Radiator, die CPU-Wasserkühlung.
Ja, und halt, wie gesagt, Netzteil habe ich eingebaut. Dann habe ich die Lüfter schon eingebaut, beziehungsweise ausgetauscht. Jetzt fehlt mir bloß immer noch der Prozessor und das werde ich mir alles jetzt im neuen Jahr dann natürlich gleich holen. Und da ist auch noch ein Teil. Und noch ein Teil. Mann, hat das Ding viele Teile. So, das war erstmal das Motormäßige von oben. Ja, können wir auch noch nicht alles rausholen, mal unten noch. Okay. Gut, dann schrauben, fahren wir ihn mal hoch, hole ich mir mal die Ölkanne, den Ölwagen. Den brauche ich ja noch zum Ablassen. So, wo hat denn der überhaupt seine Ölschraube jetzt hier? Da. Ah, ich hoffe mal. Ja, passt. Nee, das Blöde ist jetzt nur bei dem neuen Rechner. Kann er erstmal hier das Ding erstmal wegbringen. Ich kann ihn erst richtig anschmeißen, wenn ich wirklich alle Teile habe. Und das nervt mich so ein bisschen. Weil das wird wahrscheinlich doch noch bis. Ja. Also bis ich alles zusammen habe, wahrscheinlich bis in den Februar rein dauern. Und das passt mir alles nicht so wirklich. Erstmal hier oben. Den Ölfilter weg. Was, wenn ich mir jetzt die Teile alle. Also ich könnte mir die Teile alle so kaufen, aber. Das wären jetzt auf einmal so, was waren es, 2600 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, so, nee. Also das ist nicht drin. Gesagt, allein die Grafikkarten kosten mich schon 1400 Euro, wenn ich dann, also da bin ich aber auch mittlerweile am Überlegen, ob nicht doch eine Grafikkarte reicht. Aber muss ich erstmal gucken. Würde mir schon mal 700 Euro sparen. Aber wie gesagt, dann muss man erstmal gucken. Wird auf jeden Fall ein teurer PC, ein guter PC. Ein scheiße guter PC bei dem Preis. Nein, also es ist schon ganz schön heftig, was ich da machen will. Aber das halt nur mal so am Rande. So, dann war das auch schon wieder der Part erstmal von unten. Für den Motor zumindest. Da kriege ich auch erst alles raus, wenn Nerven. Gut, hier ist er. Ach, jetzt erstmal die Kolben. Ja, aber Silvestermäßig habe ich auch schon letztes Jahr wirklich gar nichts gemacht. Also da habe ich auch draußen am Fenster gesessen mit Frauchen und haben uns den ganzen Klapperdatsch da draußen angeguckt, was die da veranstaltet haben. Und ja, weil. Also richtig ein Knall. Irgendwie fehlt einem die Lust hier jetzt so zum Rumknallen, weil. Weiß ich nicht, so. Entweder ist man wirklich schon zu alt für den Mist. Ich weiß es nicht. So. Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr eigenartig. So, das haben wir alles. Dann können wir jetzt wieder hoch. Ey, das nervt mich. Dieses ewige hoch, runter, hoch, runter. Ey, das ist zum Kotzen. So. Dann fangen wir jetzt hier mit dem Kram an. Das Schlimme ist auch, dadurch, dass ich ja auch mit natürlich durch meinen Hauptberuf oder eigentlichen Beruf
auch im Winterdienst tätig bin und unser, ja, wie sagt man, Vorgesetzte, sage ich jetzt mal so dazu, er hat natürlich den, ja, Bereitschaft ausgerufen, weil es könnte ja jetzt übers Wochenende glatt werden oder es so unter dem Motto, es könnte ja schneien, was totaler Humbug ist. Obwohl ich sagen muss, am Freitag das Wetter in Berlin war, also es war schon, wo man hätte sagen können, oh, da hätte der Winterdienst ja mal ausrücken können. Aber auch nur stellenweise. Aber wurde nicht, warum auch immer, ist mir auch egal. Ich hatte es Gott sei Dank dadurch einfacher. Konnte pünktlich Feierabend machen, war alles schick. Ja, nur einkaufen waren wir nicht. Ha. Das wollte ich eigentlich auch heute erledigen, aber irgendwie dachte ich mir auch, ach nö. Null Bock drauf. Aber das ist ja auch das Gute, dafür gibt es auch einen Lieferservice. Hab ich übrigens, apropos Lieferservice, ich habe mir mal, also Kaufland, ohne Schleichwerbung zu machen, Kaufland bietet ja jetzt mittlerweile auch einen Lieferservice an. Habe ich mich richtig drüber gefreut, habe da mal nachgeguckt. Ja, Mindestbestellwert 40 Euro. Dachte ich mir, okay, müssen wir halt mal ein bisschen mehr bestellen, weil so viel bestelle ich mir nie. Dass ich auf, also so, für so viel gehe ich nie einkaufen, dass ich auf 40 Euro komme. Also das ist utopische Summe bei mir. Und ja, habe mich dann so voll gefreut und dachte mir so, ja, und ah, die schreiben mir rein, die machen, also die haben ihr gesamtes Sortiment im Angebot. Ja, nichts ist. Also zumindest hier bei uns, ich weiß nicht, wie es woanders irgendwie ist. Aber wie gesagt, also ich esse halt so gerne, so gerade wenn ich hier so vorm Rechner sitze, na, Zwiebelringe oder so eine Käsebällchen. Oh, Käsebällchen. Oh. Ja, hat Kaufland nicht im An, also nicht im Sortiment für den Lieferservice. Genauso wie etliche andere Sachen, die wir uns gerne holen. Da war ich ein bisschen sehr enttäuscht drüber. Und dementsprechend haben wir das dann auch gelassen, haben uns gesagt, ach komm, was soll der Geiz? Gehen wir Samstag einfach mal schnell noch früh einkaufen. Ja, aber das war es dann auch. Gesagt und nicht getan, könnte man auch sagen. Aber das ist bei uns normal. So, wir nähern uns dem Ende des des Zerlegens. Die Karre ist komplett ausgeräumt. Hohoho. So, runter mit dem Ding. Dann kümmern wir uns mal jetzt um die schönen Chromteile. Die werden wir jetzt mal ein bisschen abschrubben. Aber eigentlich bräuchte man dazu so eine Schrubbbürste irgendwie oder mal wenigstens irgendwas, aber kein Schweißgerät, aber ist auch egal. So, wir machen einfach mal den. Zack. 2099. Wow. Na, okay. Na, das sieht doch schon mal etwas besser aus. Boah, der Kühlergrill. Hammer. Natürlich das schöne B drauf. Oder soll das ein 8 sein? Nee, ist ein B. Nee, also die. Oh, der zieht wieder richtig schick auf. Bräuchte man eigentlich gar nicht mehr lackieren, wa? Oh, hier die Chromleiste dran. Oh, schick, schick, schick. Oh, selbst die. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen. Selbst die Scheibenwischer haben eine Chrom. Chrom-Wischerlippe, Gummilippe dran, mein Gott. Aber das ist ja die Zielleiste vom Fensterrahmen. Oh, so. Ja. Dann wollen wir mal die Teile hier alle mal versuchen zu reparieren.
Boah. Ja, ist eine Menge kaputt gegangen. Ja, wir schauen mal nach. Ja gut, viele Sachen fehlen, klar. Aber wie gesagt, Rim T-Series, okay. Ja gut, Kühler, mein Gott, das ist alles hier. Das ist nur alles Pillepalle. Das ist auch Pillepalle. Na gut, das ist auch alles. Das ist normal, normal. Auch alle irgendwo. Ja, okay, die werden sowieso gegen Tuning-Teile ersetzt. Das muss richtig lustig aussehen. Die Kolben werden auch sowieso ersetzt. Der Motor ist Gott sei Dank heil geblieben. Da will ich aber auch mal gucken, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Ja, gut. Oh. Naja. Ja, wie gesagt, also da muss ich halt einiges noch. Blum, kling. Muss ich einiges wieder neu kaufen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, das mache ich dann alleine, weil das dauert sonst jetzt zu lange. Wir sind jetzt schon wieder bei 23 Minuten und gerade mal das Auto auseinandergenommen. So, dementsprechend, ja, sehen wir uns gleich wieder mit allen neuen Teilen und Tuning und so weiter und so weiter. Also, bis gleich. Holla die Ho. Also, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Jetzt muss ich mir erstmal wieder richtig postieren hier. Oh. Ja, ich hoffe, ich habe alle Teile gefunden. Ich weiß, ich habe mich mehrfach verkauft. Ja, dumm gelaufen, aber was soll's. Gut, dann wollen wir nochmal alle wieder zusammenbauen. Ha, yeah. Wir fangen mal wieder von unten an, würde ich mal so sagen. Ja, nee, halt, Motor. Wir fangen erst den Motor an. Glänzt der nicht schön? Nee, ich habe mich bei so vielen Sachen so dermaßen verkauft. Aber das ist halt Schicksal. Ne, das nicht, das nicht. Ja, können wir von unten. Das geht für alle von unten. Hier können wir insofern erst mal nichts mehr. Nö. Gut. Ja, die Batterie sieht da putzig aus, ey. Ja gut, aber die Autos, die waren noch groß. Die hatten Platz. Das war das Lustige. Dampdi-dampdi-damp. Ey, die ballern hier draußen schon bei mir rum und wir haben es jetzt gerade mal 10:30, also morgens oder mittags, wie auch immer. Das ist echt, die Leute sind echt krank. Na, was nur los? Achso, muss ich ja noch zusammenbauen. So. Ein bisschen näher ran hier, so. Hurra, na, dann können wir gleich das Getriebe ranknallen. Habe ich auch schön die ganzen Tuning-Teile wieder genommen. Zumindest da, wo es ging. Also, da habe ich mich auch so vertan mit einigen Teilen. Weil man dachte immer, oh ja, ach, das passt, aber oh, Schande. Nee, passte nicht. So, dann können wir das Ding auch gleich ranknallen hier. So. Das lassen wir mal noch. Den haben wir dran, das haben wir dran. Gut. Dann kann das Ding erstmal wieder runter. Der Motor, der kommt einem so klein hier vor. Ach so, warte mal. Oh. Oh, nee, wir lassen mal den originalen Motor drin. Oh, Gott sei Dank. Gut.
Den haben wir drin, Gott sei Dank. Ja, haben wir nämlich weniger Probleme. So, dann wollen wir mal die Kolben einsetzen. Da hatte ich ja Gott sei Dank auch noch welche übrig. Waren ja nur zwei, aber immerhin hat schon mal wieder erstmal Geld gespart. Ich meine, aufs Geld. Ey, ich habe so viel davon. Wie habe ich noch? 500. Oh. Ich sollte mal wieder Autos verkaufen. Ich hatte mal eine Mille. Jetzt habe ich nur noch die Hälfte. Knapp. Hey, hä? Wie? Hallo? Wieso habe ich die? Habe ich die falschen gekauft? Engine Head B T-Series. Habe ich doch geholt oder nicht? Oh nö, oder? Ne, hier. Ach, ich habe den A-Series geholt, glaube ich. Hey, na gut, dann nehmen wir den hier. Kann ja mal vorkommen. Willst du mich jetzt veräppeln? Oder habe ich jetzt dreimal den verkehrten? Oh nö, ne? Ja, ich wusste es doch. Da kommt nämlich der Aran. Och, Fahr. Oh Gott. Oh. Ja. Oh, verflixt. Ja, so kann man natürlich Geld ausgeben. Jetzt stellt euch das mal vor, das passiert in der richtigen Werkstatt. Also ich glaube, da ist denn der Chef, wenn es ein Angestellter macht, ist der Chef natürlich tierisch angepisst. Ich kann ja gleich mal hier gucken. Oh, wo haben wir ihn? Oh, ich hatte da eben noch zwei Stück davon. Ach, du, drei Stück habe ich immer noch. Oh, verflixt. Aber ja, ist halt so. Nicht schön, aber. Nee, das ist natürlich schon reichlich peinlich. Ich meine, wenn so ein Autoteil da mal 2000 Euro kostet und es wird ja dreimal falsch gekauft, ist natürlich unangenehm. Weil es ja auch Teile, also jetzt gerade jetzt für spezielle Autos, das sind ja Teile, die braucht man im Leben nicht. Gut, die meisten können es ja wieder zurückgeben, gar keine Frage, aber ist schon unangenehm, denn dem Chef sowas zu sagen, Chef, ich habe hier dreimal das Falsche gekauft. Das sind mal so auf die Schnelle 6, also zwei, bei 2000 Euro sind 6000 Euro, die mal flöten gegangen sind. Ja. Das ist denn lustig. Ich habe letztens auch einen tierischen Anschluss auf Arbeit bekommen. Sollte ich von unserer Vertragswerkstatt, sollte ich oder beziehungsweise sollte ich ein Rasenmäher hinbringen, Aufsitzrasenmäher, fahr das Ding hin. War alles kein Ding. Hab mich gefreut. Ja, wie gesagt, fahr da hin. Alles schick. Kommen dann wieder mit dem also kommen dann wieder ohne Rasenmäher zurück. Fragt mich denn meine ja, also fragt mich mein Vorarbeiter so, ja, sag mal, wo hast du nur die Bürsten für die Kehrmaschine gelassen? Ich so, ups.
Ja, ich habe ja doch gesagt, die sollst du doch mitbringen. Also, habe ich natürlich erstmal gesagt, dann so, die hatten sie nicht da. Hat natürlich einen tierischen Ärger gegeben. Habe ich einen Anschluss vom Feinsten bekommen, musste am selben Tag nochmal hin. Das waren etliche Kilometer, die ich da mit dem Auto spazierfahren durfte. Das hatten wohl dann auch telefonisch denn unser Chef dann ausrichten lassen. So, sagen Sie mal dem Herrn, der soll mal nicht so viel spazieren fahren. Ja, das ist ja. Da war ich wirklich den halben Tag nur unterwegs. Also, ja, passiert. Man vergisst mal was. Das ist. Wie gesagt, wenn man Mist baut, muss man dafür eigentlich auch gerade stehen. Aber wenn man neu in der Firma ist, macht man halt was anderes, ne? Also, man will sich ja nicht die Blöße geben. Nee, aber ist wirklich, da ist Scheiße gelaufen und das hat wirklich, also richtig Kohle gekostet. Wie gesagt, zweimal dieselbe Strecke hinzufahren für im Grunde, ja, für das, was man eigentlich die Hälfte hätte machen können. Also spricht halt die Kosten fürs Personal und so weiter. Also das ist, wie gesagt, ich habe ja dann, wie gesagt, einen halben Tag gefehlt. Normalerweise früh gleich los, Frühstück, bis ist man wieder da, spricht so gegen 9 und dann ist die Sache erledigt. Oh nee, aber so war ich dann bis um 12 unterwegs. Tja, die Arbeitskraft hat gefehlt und das ist natürlich. Ja. Wie gesagt, äußerst bescheiden gelaufen. Aber sage ich mir auch, mein Gott, also shit happens. Passiert. So, das haben wir schon mal. Also kein Mensch ist perfekt, jeder macht Fehler. Das sollte einfach nicht passieren, aber wie gesagt, weil ich habe mir, das war ja genau die Zeit, wo ich mir so einen Stress gemacht habe, hier auch mit dem dämlichen Computer. Ja, ach, was kaufe ich mir und ach, und das kaufe ich mir und da, das habe ich mir schon geholt. Und das ist, das Private sollte halt ins Arbeitsleben nicht mit einfließen. Bringt nur Probleme, kann ich sagen. Andererseits, wenn ich da bestimmte andere Leute sehe, was die da alles so veranstalten, wo ich auch regelmäßig und mir auch sage, ey, es kann doch nicht wahr sein. Ja, das. Also wir haben, nur mal um so ein bisschen so zu erläutern, was da teilweise abgeht. Da ist ein Kollege. Oh, ja, ist vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten ist er zum vierten Mal Vater geworden. Und dadurch natürlich, ja, ist er öfter mal am Telefonieren, weil dann seine Frau anruft und ach ja, und ah, und man kennt es ja, wenn man ein Kind hat und also ein Kleinkind hat, das ist dann schon mal ein bisschen. Ist nicht bei jedem so. Also, ich meine, ich kenne auch andere Sachen, aber der hängt nur am Telefon. So, wenn er jetzt da wegen seinem Kind jetzt darum telefonieren würde, kein Thema. Ey, da sagt man nichts. Ja, aber was macht er? Kommt dann an so, hey, ich habe schon wieder eine E-Mail gekriegt. Die wollen schon wieder Geld von mir haben. So eine scheiß Werbe-E-Mail. Ja, und das geht nur so den ganzen Tag. Und dagegen wird nichts gemacht. Ey, da flippt man aus. Dann steht ja auch jedes Mal immer, ja, blöd in der Ecke rum, mehr Hände in den Taschen und guckt. Er sieht die Arbeit. Aber er macht nichts. Er steht einfach nur da und da wird nichts gesagt. Und wenn dann mal, also normalerweise ist ja dann der entsprechende Vorarbeiter dafür zuständig. Kennt man ja alles. Das ist ja. Ja, bloß der kümmert sich nicht drum. Das ist wirklich, also. Wir sagen ja schon. Also die anderen Kollegen sagen ja schon mal, also, weil er ist nicht der Einzige, der so ein Ding abzieht. Also da ist noch eine andere. Und also, da sagen wir ja schon, ach ja, hier mal wieder Liebling vom Vorarbeiter. Das, ja, da kriegt man so einen Hals, ja, das ist nicht normal.
Aber ja, wie gesagt, ich könnte da im Dreieck springen. Ich habe es auch schon mal unserem Chefchen erzählt, so teilweise ohne da Namen zu nennen, weil man will ja nicht als Petze dastehen. Ja, die Antwort war natürlich so einfach wie genial. Ja, seien Sie froh, dass wir überhaupt Leute haben. Also das ist. Oh, nee. Das macht dann echt keinen Spaß mehr, wirklich so da zu arbeiten. Ne? Das ist. Ja, wenn es nur ein Kollege wäre, mit dem, also wegen dem man sich da so ein bisschen da, sag ich jetzt mal, aufregt, okay. Das ist, mein Gott, so eine Vögel hast du in jeder Firma. Das ist. So, bloß da ist es wirklich die halbe Belegschaft. Das ist also. Oh. Aber wie gesagt, kein Mensch ist vollkommen. Ich meine, ich gehe wahrscheinlich mit meiner Art und Weise den Kollegen da auch kräftig auf den Geist, weil ich mich halt ja tierisch über alles aufrege, wie das da abläuft und so weiter. Aber viele geben mir auch recht, ob das jetzt nur, nur so geheuchelt ist oder so, ist mal so dahingestellt, ist mir auch egal. Bloß halt, wie gesagt, wenn ich halt irgendwas bemerke, irgendeinen Fehler oder irgendwas, ich bin Mensch, ich sag das. Das ist, da muss ich nun mal auch dann mit den Konsequenzen leben. Aber wenn ich da jemandem irgendwie aufstoße oder irgendwas, das ist, naja, Pech gehabt. Nee, aber das ist wirklich schlimm, schlimm und am schlimmsten. Also das ist. Meine, die Kollegen da sind, soweit sind sie in Ordnung. Also privat wahrscheinlich super nette Leute, aber arbeitstechnisch muss man echt sagen, haben die eine Mentalität, das glaubt man nicht. Da fragt man sich, ob man in der dritten Welt ist. Ja, weil die können nichts, die machen nichts. Nur rumstehen, Kaffee saufen und dusselig quatschen. Das können sie alle super, aber nee, da hole ich schon wieder ein bisschen zu weit aus. Also das So, ja. So wie es aussieht, ist das jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt lassen wir mal ab und machen die Karosserie. Eine Tür, zwei Türen. Das und das. Oh. Habe ich die vergessen abzunehmen? Tatsache. Was ist denn jetzt los? Habe ich jetzt auch schon wieder? Och nö, oder? Ist doch ein Scherz. Rechtes Rücklicht habe ich doch. Ah, den habe ich. Okay. Ach halt, ich habe ja so. Der Luftfilter. Oh, da habe ich einiges vergessen. Aber wieso kann ich jetzt. So, und zwei. Jetzt geht's. Also irgendwas hat hier gerade jetzt schreckhafterweise nicht hingehauen. So, machen wir mal. Ah, ich dachte, das ist hier der Scheinwerfer. Da. Da ist der. Oh ja, das Ding habe ich auch noch vergessen. So, jetzt aber hoffentlich. Muss ich da noch Öl einfüllen? Okay. So, machen wir mal die Motorhaube ran. Na? Naja, irgendwas stimmt hier momentan nicht so richtig. Aber ist halt so. So, also Öl einfüllen. Wo ist der Stutzen? Da ist er. Och, ist er süß. Gluck, 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 gluck. Boah, der frisst ja Öl. Ist ein Horror. Oh, 14 € bezahlt. Naja, Billigöl.
So, dann haben wir das alles, das alles, das alles. Ach, die vorderen Scheinwerfer fehlen auch noch. Na, wunderbar. Ups. Nein. Na, also. Ah, okay. Sieht auf jeden Fall aus, als ob alles wieder dran ist. Wir gucken einfach mal rein. Wunderbar. Oh, na gut. Ich möchte nicht wissen, was ich jetzt an Minus oder Plus gemacht habe. Aber naja, auf jeden Fall sind wieder alle Teile drin. Alles 100%. Das ist doch schon mal schick. So, dann geht er jetzt nur noch in die ins Farbgeschäft. So, was für eine Farbe würde dann passen? Weiß, schwarz? Also jetzt sind mal so die Standardfarben. Silber hatten wir jetzt erst. Das ist. Ja, wo kommen die Markierungen her? Naja, egal. Ja, so ein Bentley ist eigentlich schwarz, ne? Ja, eigentlich auch Silber, aber wir machen den mal richtig schwarz. Wie meine Füße. Ach so. Ey Leute, da wird aber mal ein Update fällig. Da ist ja nicht mal der Farbnebel dabei gewesen. So. Schick sieht er aus, der Gute. Mit den roten Interieur. Schick, schick, schick. So, dann wollen wir den nämlich auch gleich mal auf den Prüfstand wieder schicken hier, auf den Dymo. Dyno. Und dann wird es jetzt wieder laut. Wie gesagt, jetzt muss man mal überlegen. Von 220 bzw. 224 auf 351 PS bei 6000 Umdrehungen. Aber gut, wir machen jetzt mal das Tuning. Ach, falsch. Ich glaube, ich kriege ein Kind. Das nenne ich doch mal ein Ergebnis. Von 220 auf 386 PS. Oh, das ist wirklich mal nett. So, dann machen wir jetzt noch ein kleines Viertelmeilerennen. 18% durch Chip, durch Vergasertuning. Ey, das ist übel. Und wir sehen uns dann auf dem komischen Racetag auf dem Dragstrip wieder. Also bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, und geben wir mal Gas. Alter, der Wagen wackelt. Ja gut, der hat jetzt auch die Standardbereifung drauf. Also nichts Großartiges hier. Das ist. Ja gut, also 170 war jetzt so, 172 glaube ich war jetzt das Höchste. Aber naja, zurück zur Werkstatt. Ja, und da melden wir uns wieder zurück in der Werkstatt oder aus der Werkstatt. Ja. Viertelmeile in 15 Sekunden und 517
Hundertstel, Zehntel, ach, wie auch immer, ist auch egal. Jedenfalls, ja. Wie gesagt, ich rechne gar nicht erst nach, was ich bezahlt habe, was ich hier bekommen habe. Nee, ich habe Plus gemacht, nicht Minus. Das war ja der andere Wagen, wo ich so viel bezahlt habe. Ja, nee, also habe ich definitiv Plus gemacht. Die Frage ist nur, wie viel. Aber das rechne ich nicht nach. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. So. Ja. Den mal auf den. Ja. So, dann kommst du nämlich mal in die Mitte erstmal. Dann können wir uns den nochmal so auf die Schnelle mal angucken. Wie schick dieses Autochen noch aussieht. Das Ding sieht so hammermäßig aus. Wieder mal falsche Tür. Wir könnten uns auch hinten reinsetzen, ne? Nee, das geht nicht. Oh, alles schön lackiert. Ja, was hat denn der für einen riesen Kofferraum? Da kannst du ja drei Leichen drin verstecken. Mann, Mann, Mann. Nein, also der sieht richtig genial aus. Ja gut, von innen hat sich jetzt nichts geändert. Hätte ja sein können, dass sich das auch irgendwas ändert. Also gut, hier die Rahmenfarbe hat sich geändert. Hier so minimal hier und an den Türkanten, aber sonst auch nichts. Nee, Tür geht nicht zu, schade. Ja. Das auf jeden Fall war der Bentley T-Series. Haben wir den durchgezogen, das hat ja lange genug gereicht. Sieht schick aus. Ja. Freude, Freude, Freude. Das machen wir hier stehen. Ja, aber das war es dann aber auch schon wieder für heute, für den letzten Tag des Jahres. Und ja, nächstes Jahr, spricht am, wenn ich es wirklich schaffe, ich hoffe es, am Dienstag wieder. Dann müsste dann der dritte, aber erstes, ja, am 3.1. müsste eigentlich Dienstag sein. Ja, machen wir dann den hier, den Bentley Continental GT Speed. Wenn der wirklich so heißt, also kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, den machen wir auf jeden Fall. Und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Treibt's heute nicht allzu bunt. Lasst die Korken knallen, aber lasst die Hände ganz und Autos und ja, Briefkästen und so weiter und so weiter. Hat alles Geld gekostet. Haha. Ja, also, wie gesagt, wenn ihr dann mögt, sehen wir uns im neuen Jahr 2017 dann wieder. Wie gesagt, dritte, erste, wenn ich mich jetzt nicht gerade irgendwie vertue, aber müsste eigentlich sein. Und ich auch schaffe, das alles richtig hochzuladen. Ja, also, dann danke ich euch noch einmal fürs Zusehen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, schaut euch auch mal mit anderen Let's Play rein an und abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal. Ist völlig kostenlos, da braucht ihr keine Angst zu haben. Das wird auch kostenlos bleiben, also gar keine Frage. Und ja, ich verabschiede mich. Lasst's knallen, wie gesagt, und guten Rutsch, euer Benoschi. Tschö, tschö.